Ich kenne so viele Unternehmer, die sagen, ja, ich würde mir gerne Liquidität aufbauen, aber es gelingt mir nicht. Du hast vorher gesagt, das, was am Ende übrig bleibt. Und wenn ich sage, der Gewinn soll eigentlich nicht das sein, was am Ende übrig bleibt, sondern der Gewinn, und da sind wir beim Wortsinne, Profit first. Ich nehme den Gewinn zuerst weg und packe ihn auf ein Extrakonto und bringe ihn quasi aus meinem Blickfeld. Dann ist es nicht nur ein logisches System, sondern ein psychologisches System. Psychologisch heißt, ich darf weiter Management bei Kontostand machen und ich schaffe mir die Versuchung, mich an meinem Gewinnkonto oder gar an meinem Steuerkonto zu bedienen. Diese Versuchung schaffe ich mir aus dem Weg. Das heißt, wir sagen sogar, nicht nur diese 5 Konten solltest du haben, sondern du solltest dein Gewinn- und dein Steuerkonto bei einer anderen Bank haben, wo du gar nicht drauf schaust, damit diese Liquidität sich dort quasi automatisch hinter deinem Rücken aufbauen kann. Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen. Und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von 3 Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Das war Maike Schneider. Sie ist Gast in dieser Podcast-Folge. Ich spreche mit ihr heute darüber, wie du als Unternehmerin auf einfache Weise deine Zahlen im Blick behalten kannst, wenn die Welt der Buchführung, des Controllings und die betriebswirtschaftliche Auswertung des Steuerberaters, die BWA, eben nicht deine Welt sind. Denn die BWA ist logisch, aber nicht psychologisch, sagt Maike Schneider. Sie steht für das Konzept Profit First. Es ist ein Ansatz, mit dem du als Unternehmerin stabile Liquidität und langfristig profitabel wirst. Wie das gelingt und dabei auch deine Werte berücksichtigt werden und du dir als Unternehmerin die Wertschätzung gibst, die du dir wünschst, darüber unterhalte ich mich heute mit Maike Schneider. Sie ist Werteschöpferin für Unternehmer und Unternehmerinnen. Ihre Mission? Das Unternehmen soll dem Unternehmer dienen und nicht umgekehrt. Erst wenn eine Unternehmerin finanziell entspannt ist und genügend Zeit für ihre Familie hat, ist Maike zufrieden. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ist es leider nicht. Und so tritt Maike Schneider mit ihrem Unternehmerinnen-Coaching dafür an, dass Unternehmer Tag für Tag die richtigen Entscheidungen treffen, die ihr Unternehmen auf Autopilot schalten. Für ein Leben nach den eigenen Wertvorstellungen. Maike Schneider ist eine der Gastreferentinnen in unserer Community, die Zukunftsunternehmerin. Sie hat den Teilnehmerinnen mit ihrem engagierten und kompetenten Workshop geholfen, die ersten Schritte Richtung Profit First umzusetzen. Vielen Dank dafür, liebe Maike. Ich habe wieder viel gelernt. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode. Denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Herzlich willkommen. Heute habe ich einen Gast dabei, Maike Schneider aus Stuttgart. Maike, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst. Ja, sehr gerne, Lioba. Über mein Lieblingsthema spreche ich jederzeit gerne und mit so einer charmanten Gastgeberin obendrein. Ich habe schon ganze Weile dieses Buch hier liegen. Also ganze Weile heißt 3 oder 4 Jahre. So, und wollte immer mal reinlesen. Und ich fand, was ich bisher so gelesen habe, einen sehr spannenden Ansatz. Und jetzt nehme ich einfach mal die Chance und die Möglichkeit, mit dir darüber zu sprechen. Profit First, Freiheit für Unternehmer, Freiheit für Unternehmerin. Steht so ganz groß auf deiner Website, das habe ich heute zum Titel genommen. Was bedeutet dieser innovative Ansatz von Profit First, wo du ja eine zertifizierte Ausbildung dafür gemacht hast?
Genau. Also wie du es schon richtig geschrieben hast, Profit First bedeutet Freiheit oder zumindest den Weg in die Freiheit, nämlich in die finanzielle Freiheit. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich kenne viele Unternehmer, die unheimlich viel arbeiten und Energie in ihre Firma reingeben und der Return, das was zurückkommt monetär, ist einfach viel zu wenig oder viel zu klein. Ne? Also ich weiß nicht, ob das an unserer Kultur liegt, aber Profit zu machen, Gewinn zu machen, richtig ordentlich Geld zu verdienen, das glaubt man immer nur, dass Unternehmer das machen, aber leider ist die Realität wirklich eine andere. Wir wissen mittlerweile, dass 87% aller Unternehmer im kleineren mittelständischen Umfeld Liquiditätsprobleme haben und von der Hand in den Mund leben. Deshalb bedeutet Profit First wirklich die Sicherstellung, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ordentlich Geld verdient und davon leben kann und dass die Firma dem Unternehmen oder der Unternehmerin dient und nicht umgekehrt. Also ich hatte vor 2 Monaten den Unternehmerkongress Unternehmer der Zukunft. Ja. Und da war eben auch ein Thema, dass eben Unternehmer zu wenig verdienen, dass sie wenig im Blickfeld haben, ja. Dass es zu wenig ist, wohl, weil man in Deutschland wenig über Zahlen spricht und weil ihr Vergleichspunkt, das war so die These, eben eher die Mitarbeiter sind, die oft nach Tarif gut bezahlt werden und dann eben, naja, so viel mehr kann ich mir nicht nehmen, ja, und wenn es denen reicht, muss es mir auch reichen. Dass das aber komplett ein anderer Ansatz ist und ich immer das unternehmerische Risiko mitrechnen muss und wow. Krankheitsfälle und all diese Dinge und dafür einen Puffer brauche und Corona hat sich auch nie angemeldet und so, ja. Das wird oft nicht bedacht. Und auch die Trennung zwischen, ich habe ein Gehalt, ein Unternehmergehalt, das ist quasi die Entlohnung für meine tägliche Arbeit, für das, was ich tue in meiner Firma. Und dann habe ich Gewinnaspekt, also das zu trennen auch voneinander. Da gibt es eine Risikoprämie dafür, dass ich unternehmerisches Risiko trage, dafür, dass ich mutig bin. Ich meine, wir Unternehmerinnen und Unternehmer gehören zu 7% der deutschen Bevölkerung. Wir sind eine Minderheit. Wir sind Superheroes, weil wir tatsächlich Verantwortung für unser Leben übernehmen. Das gehört auch honoriert und wertgeschätzt. Das ist aus meiner Sicht der Gewinn, den wir da machen. Das ist quasi das, was wir zur Seite legen sollten und für schlechte Zeiten oder als finanzielle Reserve sozusagen parat haben sollten. Weil wir sehen es ja gerade, eine Krise jagt die nächste. Ne? Ja, wir sind in 3 Krisen gerade unterwegs. Ukraine, Corona und Inflation. Und das vergessen gerade auch die meisten, dass wir auch noch eine Inflation haben, die wir auch mit einberechnen müssen. Maike, was ist dieser innovative Ansatz? Denn eine BWA hat ja jeder Unternehmer. Also die Unterlagen müssen zum Steuerberater und da gibt es hoffentlich monatlich die Auswertung, die dann auch hoffentlich gelesen wird. Schon ein paar Einschränkungen gemacht. Du sagst es schon. Die wird nicht unbedingt gelesen. Das ist mal der Punkt 1. Verstanden vielleicht auch nicht zwingend, dann ist es natürlich eine steuerliche Betrachtung. Der Steuerberater macht das für das Finanzamt, nicht zwingend für den Unternehmer. Das heißt, wir haben eine Aufarbeitung der unternehmerischen Zahlen, die eher dem Finanzamt dienen, aber nicht dem Unternehmer und schon gar nicht der Liquiditätsbetrachtung. Ein Rückspiegel, wie wenn ich Auto fahren würde und in den Rückspiegel schaue. Was wir als Unternehmer ja brauchen, ist im Prinzip ganz einfaches System und das ist das Tolle, das Innovative an Profit First, dass es uns ein einfaches System gibt mit einem Blick auf unsere Konten, denn hinter Profit First steht ein Kontenmodell, mit einem Blick auf unsere Konten wissen wir genau, wo wir stehen. Wir haben im Hier und Jetzt heute einen klaren Blick über unsere Finanzen und über unsere Liquidität. Das heißt, wir fahren zumindest schon mal auf Sicht. Wir haben noch keine Planung in die Zukunft, aber wir fahren auf Sicht. Und das Thema Management bei Kontostand, was wir sowieso machen, müssen wir uns nicht umgewöhnen, sondern wir können unser Verhalten relativ so lassen, wie wir es gewohnt sind. Und das ist toll, weil das System passt sich uns an und nicht wir uns dem System. Aber wir bekommen die korrekten Zahlen, weil wir mehrere Konten haben. Wir haben nicht nur eins, sondern einfach verschiedene, sodass wir die richtigen Informationen kriegen. Das sind richtige Konten bei der Bank? Ja. Ah, okay, also nicht auf einem Excel-Sheet verschiedene Konten? Nein. Das Coole ist wirklich, und das sollte auch jeder machen, wirklich diese physikalischen Konten einrichten und das Geld tatsächlich zu verteilen. Das Wichtigste ist schon mal die Trennung von Einnahmen und Ausgaben. Wir wissen, wenn du nur ein Konto hast und all dein Geld landet auf diesem Konto, dann gibst du, wenn da viel drauf ist, viel Geld aus und wenn da wenig drauf ist, wirst du sparsamer agieren. So ist die Psychologie. Dahinter steckt Parkinsons Gesetz.
Wenn viel Ressource zur Verfügung ist, wird auch viel Ressource gebraucht. Wenn wenig Ressource da ist, brauche ich wenig Ressource. Volle Zahnpastatube, dicker Streifen auf der Zahnbürste, leere Zahnpastatube, kannst du auch mit so einem kleinen Fitzelchen deine Zähne noch putzen. Und so ähnlich ist es quasi mit dem Konto auch. Wenn da viel drauf ist, dann kaufe ich mir vielleicht eher den neuen Schreibtischstuhl oder stelle ich jemand ein, wie wenn da wenig drauf ist. Profit First macht dir eine saubere Trennung zwischen Einnahmen und Ausgaben. Wir haben ein Gewinnkonto, wo deine Liquidität aufgebaut wird für schlechte Zeiten, wo du dich auch belohnst für dein unternehmerisches Risiko. Du hast ein eigenes Gehaltskonto, du hast ein Steuerrücklagenkonto und dann hast du noch ein Kostenkonto für die laufenden Kosten. Und damit hast du schon mal aus einem großen Berg Geld viele kleine Häuschen gemacht und besseren Überblick. Okay, also ganz praktisch, theoretische Zuordnungen, ja? Genau. Bei manchem denke ich, naja gut, das hätte jetzt auch dahin können oder so, aber da ist das ganz klar, ja. Das ist auf den und wirklich physisch auf dem Konto drauf und richtig. Muss mir was überlegen, wenn es ins Minus geht. Unser Ziel ist, wenn dein Steuerberater dir einen Gewinn ausweist, dass der nicht nur irgendwie da auf dem Papier steht, sondern dass du auf dein Konto schaust und sagst, da ist er, ich habe ihn. Ich sehe es, ich kann es sogar abheben. Dieses ganz griffige, einfache, simple System. Nichts Virtuelles. Wie bist du denn zu Profit First gekommen? Du kommst aber nicht aus der Welt der Zahlen. Also ich habe zwar mal eine Banklehre gemacht, aber das ist schon ewig lang her. Deshalb bin ich ja gar kein Fan von Zahlen. Ich hatte ja früher eine PR- und Werbeagentur lange Jahre. Und da kommt eigentlich auch das her. Ich war selber in dieser Leidensgeschichte drin. Ich habe gerödelt, gerackert, gearbeitet wie blöd von morgens 5 bis nachts um 12. Und am Ende des Jahres saß ich unterm Christbaum und habe gefragt, wofür mache ich das eigentlich? Meine Mitarbeiter sind alle bezahlt, haben alle einen super Job gemacht, haben alle ihr Weihnachtsgeld bekommen und ich muss immer noch den Euro zweimal umdrehen. Das kann es ja wohl nicht sein. Und meine oder unsere Antwort damals war halt, gut, dann müssen wir halt noch mehr Umsatz machen. Und diese Antwort ist die dümmste Antwort, die man sich selber geben kann auf ein Liquiditätsproblem. Lioba, wenn du sagst, ich mache noch mehr Umsatz, dann heißt es ab ins Hamsterrad. Aber wir lernen es halt auch nicht anders. Das ist so die einzige Antwort, die wir überall hören, die wir überall mitkriegen und auf die wir halt selber auch kommen. Aber dass wir sagen, hey, Moment mal, Umsatz kann ja nicht alles sein. Ich muss ja Profit machen, ich muss profitabel sein, ich muss diese Spanne ausweiten, ich muss die größer machen, dass pro eingesetzter Zeitstunde ich mehr erlöse oder pro Produkt, das ich verkaufe, mehr erlöse. Darauf muss ich kommen, dass ich sage, ich muss meinen Fokus wegnehmen vom Umsatz hin auf den Profit, auf dass ich Gewinn mache. Und dazu gehört natürlich auch weniger auszugeben, vielleicht auf das ein oder andere Leasing-Auto zu verzichten. Wir hätten damals definitiv Möglichkeiten gehabt, weniger auszugeben. Aber unsere Antwort war einfach nur, dann müssen wir halt noch mehr Umsatz machen. Aus dieser schmerzvollen Erfahrung bin ich zu Profit First gekommen und deshalb verschenke ich heute dieses Buch auch jedem Unternehmer und sage, es ist das wichtigste Buch, was jeder mal gelesen haben sollte. Wer es nicht lesen will, darf auch zu mir ins Webinar kommen oder hier zuhören. Ich glaube, es reicht ja auch schon, sich mal Gedanken zu machen, bin ich mit meiner Denkweise überhaupt richtig unterwegs? Dient mir das? Hilft mir das aus meinen Problemen raus? Und das ist ja etwas, was ich häufig merke, Unternehmer, Unternehmerinnen sich auch ihre eigene Welt schaffen. Bleiben sie oft in dieser eigenen Welt und merken die Denkfehler gar nicht so sehr. Glaub nicht, was du selber denkst. So, es ist halt einfach, wir sind schlecht, uns selber zu beobachten bei dem, was wir denken, weil wir denken, das ist völlig schlüssig und völlig normal. Da brauche ich einfach einen Sparringspartner, brauche Anregungen von außen, um zu sagen, okay, das Wichtigste ist ja gar nicht Umsatz, das Wichtigste ist, was am Ende dabei rauskommt. Wenn du sagst, mit Liquidität, und das ist ja auch der alte Standardsatz, der da heißt, Liquidität ist wichtiger als Rentabilität. Ja, das ist ja so ein Satz, den sich Selbstständige und Unternehmer im Kopf haben. Nichtsdestotrotz, was heißt das dann ganz praktisch und wie muss ich ich gucken, dass meine Liquidität vorausschauend auch passend ist. Und wie baue ich sie mir überhaupt auf? Weil ich kenne so viele Unternehmer, die sagen, ja, ich würde mir gerne Liquidität aufbauen, aber es gelingt mir nicht. Du hast vorher gesagt, das, was am Ende übrig bleibt.
Und wenn ich sage, der Gewinn soll eigentlich nicht das sein, was am Ende übrig bleibt, sondern der Gewinn, und da sind wir beim Wortsinne Profit First, ich nehme den Gewinn zuerst weg und packe ihn auf ein Extrakonto und bringe ihn quasi aus meinem Blickfeld, dann ist es nicht nur ein logisches System, sondern ein psychologisches System. Psychologisch heißt, ich darf weiter Management bei Kontostand machen und ich schaffe mir die Versuchung, mich an meinem Gewinnkonto oder gar an meinem Steuerkonto zu bedienen. Diese Versuchung schaffe ich mir aus dem Weg. Das heißt, wir sagen sogar, nicht nur diese 5 Konten solltest du haben, sondern du solltest dein Gewinn- und dein Steuerkonto bei einer anderen Bank haben, wo du gar nicht drauf schaust, damit diese Liquidität sich dort quasi automatisch hinter deinem Rücken aufbauen kann. Weil wenn du die auf deinem Konto versuchst aufzubauen, das scheitert in der Regel. Also ich bin da dran gescheitert. Ich wollte das immer, hat aber nie geklappt. Weil wenn da ein bisschen ein Häufchen war, habe ich es halt wieder ausgegeben. Psychologisch. Und das ist auch zu deiner Frage vorher BWA. Die BWA ist logisch, aber nicht psychologisch. Jetzt hast du schon ein paar Tipps gegeben, trotzdem frage ich dich nochmal, wo fange ich am besten an? Ist es wirklich dieses Einrichten der unterschiedlichen Konten? Ah, ganz easy. Ja. Es ist null Raketenwissenschaft. Warum brauchen Leute mich oder mein Team? Weil sie es ohne uns nicht tun. Aber nicht, weil es so super kompliziert ist, sondern weil wir natürlich Angst haben, was falsch zu machen oder nicht genau wissen, wie und was. Aber im Prinzip ist es super easy. Ein Einnahmenkonto einrichten, ein Gewinnkonto einrichten, ein Steuerkonto einrichten, ein Konto für dein Gehalt und eins für die laufenden Ausgaben. Diese 5 Konten brauchst du, um zu starten mit Profit First. Und dann fängst du an, prozentual dein Geld dorthin zu verteilen. Und für alle, die sagen, ich will jetzt nicht das Ganze, dann fang an und mach ein Konto, nämlich ein Gewinnkonto und überweise mal 1, 2, 3% deines Umsatzes auf dieses Gewinnkonto und guck mal ein halbes Jahr nicht drauf. Und dann schaust du drauf und guckst, was da an Liquidität sich angesammelt hat und du wirst merken, diese paar Prozent tun dir gar nicht weh, die merkst du gar nicht. Also wer ganz klein einsteigen will, dann einfach nur mit einem Gewinnkonto. Viele haben ja auch schon ein Steuerkonto. Auch das halte ich natürlich für extrem sinnvoll, weil das Geld gehört dir ja gar nicht. Das solltest du eigentlich gleich aus deiner Company, aus deinem Geldkreislauf rausnehmen und in Sicherheit bringen. Aber das kann natürlich ein erster Einstieg sein. Ja, wir geben natürlich auch prozentual die Richtgrößen vor. Wir machen da eine Analyse der bisherigen Zahlen und dann wissen die Unternehmer und Unternehmerinnen auch, wie viel Prozent wohin überwiesen werden soll. Also das Prozentual, das ist nicht nach jedem Auftrag, wird das, was weiß ich, umgerechnet, sondern nach der bisherigen BWA. Genau, das geht nach der Größenordnung des Unternehmens. Da gibt es gewisse grobe Richtlinien. Wir machen eine Analyse und gucken, wie viel Prozent hast du bisher an Gewinn gemacht. Dann wird man das natürlich schrittweise ein bisschen erhöhen. Wir wollen das ja auch ausbauen. Und so haben wir da Anhaltspunkte und dann haben wir natürlich auch Benchmark-Zahlen von den Besten deiner Größenklasse, die wir gegenüberstellen können. Und dann haben wir quasi die Möglichkeit, deine Ausgangssituation zu erheben und deinen Zielzustand zu definieren. Und dann können wir quasi für die Unternehmer auch Schritt für Schritt einen Umsetzungsplan erstellen. Der geht meistens über ein Jahr bis anderthalb und dann gehören die in der Regel zu den Besten ihrer Größenklasse und haben nie wieder finanzielle Probleme, nie wieder schlaflose Nächte, nie wieder Angst vor der kalten Dusche des Finanzamts. Eine überschaubare Zeit, ein Jahr. Das ist eine schöne Perspektive. Klasse. Ja, und deshalb sage ich auch immer, eigentlich müsste jeder diesen Schritt machen, schon mal Stress hatte mit dem Finanzamt oder sich gefragt hat, wo ist eigentlich die ganze Kohle hin, wo ist eigentlich mein Gewinn, wenn den der Steuerberater ausweist, wie kann ich mehr verdienen für mich, dass ich meiner Familie mehr bieten kann. All das sind Themen, wenn die da sind, kann man diese Probleme lösen. Ne? Das Thema ist nur, dass wir manchmal mehr von dem machen, was wir eh schon gut können und es ist Umsatz machen. Okay. Maike, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, gibt es einmal deine Webseite. Du hast eben gesagt, Buch lesen oder du hast auch ein Webinar. Ich habe ein Webinar. Du das einfach hier dann direkt unter das Video setzt, sodass man da einsteigen kann und nochmal, wenn du das aufbereitet hast, systematischer einsteigt als jetzt so in unserem Gespräch. Und dann kann man darüber auch Kontakt aufnehmen mit dir. Wer auch immer da Unterstützung braucht von dir. Genau, ich habe ein Webinar, das mache ich so alle 10 bis 14 Tage, finde da eins statt.
Und ich habe auch demnächst ein Kontenmodell für die GmbH, habe ich ein kleines PDF geschrieben, wo du auch nochmal so grobe Prozentzahlen mit an die Hand kriegst. Für eine GmbH so ab 10 Mitarbeiter passt es in der Regel ganz gut. Dann kann man sich daran auch schon mal orientieren. Das wird dann auch nochmal ausführlich erklärt in einem Video. Und natürlich darf auch jeder mich einfach ganz normal oldschool anrufen. Ich finde, das ist auch ein toller Weg, mit einem in Kontakt zu kommen. Genau. Ihr habt dann ein Gruppenprogramm oder du hast individuelle Begleitung oder beides. Wie arbeitet ihr? Es kommt ganz drauf an, wie groß und wie der Bedarf vom Unternehmer ist, von der Unternehmerin. Wir machen in einem Tag dein Profit-First-System aufgleisen und go. Bis hin zu einem wirklich längeren Umsetzungsbegleitung, auch strategische Begleitung, auch Personal Coaching ist mit drin. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten. Jeder, wie es gerade braucht und auch umsetzen kann. Wir stellen fest, dadurch, dass Profit First jetzt kein Sprint ist, sondern eher so ein Mittelstreckenlauf, ich habe ja gesagt, ein Jahr bis anderthalb, dass diese Begleitung oft sehr sinnvoll ist, weil wir diejenigen sind, die natürlich auch, wenn es mal eine schwierige Entscheidung braucht oder man vielleicht auch über Personalfreisetzung spricht oder Kostenreduktion oder auch so innere Blockaden bearbeitet, die jemand hat. Kann ich wirklich meine Preise erhöhen? Bin ich das auch wert? Na, wir haben ja so viele Themen auch als Unternehmer. Da ist es einfach hilfreich, wenn man jemand an der Seite hat, der dann auch die Tools hat, auch solche Sachen zu lösen und einen wieder ins Tun bringt sozusagen. So ein bisschen wie der Fitnesstrainer, der Personal Trainer, der dann dasteht und die Kniebeugen und die Klimmzüge beobachtet oder mit dem man einen festen Termin hat, dass man auch trainiert. So ist es mit uns natürlich auch. Maike, ganz herzlichen Dank. Nochmal ganz lieben Gruß nach Stuttgart. Sehr, sehr gerne, liebe Lioba. Es hat Spaß gemacht mit dir und für Fragen bin ich immer offen und ich freue mich auch auf den Austausch mit deinen Zuschauern, Lesern, Hörern, Facebook-Menschen, alle möglichen. Genau. Bin sehr gespannt, was für Fragen kommen. Bin da gern bereit. Ciao. Ja, bis bald. Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.liobaheinzler.de. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist, denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!